Es handelt sich vielleicht um eine der wichtigsten archäologischen Entdeckungen der vergangenen Jahrzehnte. Eine verlorene, 3000 Jahre alte Stadt im ägyptischen Luxor. Es ist die größte antike Stadt, die jemals in Ägypten gefunden wurde. Die Siedlung stammt aus der Zeit von König Amenophis III., der von etwa 1391 bis 1353 vor Christus im alten Ägypten herrschte. Das belegen ausgegrabene Gegenstände wie Lehmziegel mit Siegeln des Pharaos. Die antike Stadt gilt als gut erhalten. Die Mauern sind bis zu 3 Meter hoch. Die Archäologen hatten unter anderem Felsengräber, eine Bäckerei mit Öfen und eine Werkstatt entdeckt. Eigentlich hatten die Archäologen den Totentempel des Pharaos Tutanchamun gesucht, aber dann eben diese verlorene Stadt entdeckt.